Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum siebten Teil der Vorlesung Die Punischen Kriege, heute Hannibal ad Portas, der Krieg in Italien. Wir befinden uns etwa in der Halbzeit der Chronologie zwischen ersten und dritten Punischen Krieg, auf dem Höhepunkt jetzt des zweiten Punischen Krieges, des Hannibal-Krieges. Hannibal erreicht Italien und auch in der Halbzeit der Vorlesung. 7 von 14 Teilen sind heute geschafft. Die heutige Vorlesung hat 3 Teile. Erstens schauen wir auf Hannibals Strategie. Was will der Punier? Was will er eigentlich mit dem Krieg in Italien erreichen? Zweitens, wir sehen uns die römischen Antworten darauf an. Die Römer geraten in eine tiefe Krise, eine fast existenzielle Krise. Was tun sie? Und drittens, wir beschauen einen der Schauplätze einer der größten Niederlagen der römischen Geschichte, die große Kesselschlacht von Cannae, eine der bedeutendsten Kesselschlachten der Kriegsgeschichte. Hannibal vernichtet hier ein großes römisches Heer. Zunächst Hannibals Strategie. Schauen wir nochmal auf die Aufstellung der Truppenstärken. Beim Abmarsch aus Carthago Nova in Spanien zählt das Heer Hannibals 90.000 Mann Infanterie, 12.000 Mann Kavallerie und 40 Elefanten. Es kommen in Italien an, nach der lakinischen Tafel, der Bronzetafel, die Hannibal in dem Ort Lakinos am Golf von Tarent hat aufstellen lassen. Es kommen 20.000 Mann Infanterie an, weniger als ein Viertel, 6.000 Mann Kavallerie, ungefähr die Hälfte. Zwar fast alle Elefanten, 37, aber den Winter überlebt dann nur ein einziger. Andere Schätzungen sind bedeutend höher, aber vermutlich kommen diese Zahlen von der lakinischen Tafel der Wirklichkeit sehr nah. Hannibal hatte dann die Chance, sein Heer zu ergänzen mit keltischen Truppen, mit Stammeskriegern, die ihm zugelaufen sind, als er dann in der Po-Ebene kampierte. Aber der Kern seiner Armee, der war dramatisch zusammengeschmolzen durch die Alpenüberquerung einerseits, durch Verluste, die in Kämpfen mit gallischen Stämmen erlitten wurden, aber auch dadurch, dass Hannibal überall auf dem Weg, um den Nachschubweg zu sichern, Garnisonen hat zurücklassen müssen, auch dadurch, dass Truppen vermutlich desertiert sind. Das sind alles oder zum überwiegenden Teil Söldner. Da kann man davon ausgehen, dass deren Loyalität auch nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Schauen wir uns jetzt die Kriegsereignisse des ersten Jahres an. Wir haben gehört, Hannibal erreicht Italien, aber schon vorher segelt Publius Cornelius Scipio, der Konsul vom Rhondelta, zurück nach Norditalien. Und im September 218 etwa landet Publius Scipio in Genua und vereinigt dann sein Heer mit römischen Truppen in der Po-Ebene. Also das, was hier versucht wird, das ist ganz klar. Man versucht, eine Verteidigungslinie herzustellen, jetzt gegen den in Italien einmarschierenden Hannibal. Dessen Ankunft nach der Alpenüberquerung steht jetzt unmittelbar bevor. Im Oktober 218 erreicht Hannibal die Po-Ebene. Die keltischen Stämme schließen sich ihm in ihrer großen Mehrheit an. Damit wird sein Heer deutlich verstärkt. Allerdings der kampfkräftigste Teil, das sind nach wie vor die Afrikaner und die Spanier, die die den Kern seines Heeres bilden. Im Oktober 218 kommt es zu einer ersten Begegnung zwischen karthagischen und römischen Truppen an dem Fluss Ticinus, unweit des heutigen Mailand. Da treffen Kavallerieeinheiten aufeinander, es entspinnt sich ein Gefecht. Scipio selbst ist an den Kampfhandlungen beteiligt und wird verwundet. Und dieses Gefecht am Ticinus, das wird von Polybios und von Livius gleichermaßen sehr ausführlich dargestellt. Es ist die erste wirkliche Kampfhandlung in diesem Krieg zwischen Römern und Karthagern.
Livius schreibt, das Gefecht blieb zwischen den Reitern eine Zeit lang unentschieden, dann aber kämpfte man bald nur noch zu Fuß, denn viele stürzten von den Pferden, weil die eingedrungene Infanterie die Tiere scheu machte. Einige sprangen auch von den Pferden, wenn sie ihre Leute umzingelt und in Bedrängnis sahen. Endlich schwenkten die Numider, die an den Flügeln standen, ein wenig herum und zeigten sich im Rücken. Der Schrecken versetzte die Römer in Panik und er wurde noch durch eine Verwundung des Konsuls erhöht. Die drohende Gefahr für ihn wurde nur durch das Dazwischentreten seines Sohnes, eines noch nicht erwachsenen jungen Mannes, abgewehrt. Das ist dann der spätere Publius Cornelius Scipio Africanus, der diesen Krieg entscheiden wird. Dieser wird der sein, schreibt dann auch Livius, dessen Ruhm es ist, diesen Krieg beendet zu haben und der für seinen glänzenden Sieg über Hannibal und die Punier Africanus genannt wurde. Wilde Flucht herrschte aber hauptsächlich nur bei den Schleuderern, die die Numider als erstes Glied angegriffen hatten. Die übrige Reiterei brachte den Konsul in dichtem Schwarm ins Lager zurück. Sie hatten ihn in ihre Mitte genommen und schützten ihn nicht nur mit Waffen, sondern auch mit ihren Leibern, ohne irgendwo in Unordnung zu geraten oder auseinandergesprengt zu weichen. Den Ruhm, den Konsul gerettet zu haben, schreibt Coelius einem Sklaven seiner Herkunft nach, einem Ligurer, zu. Mir gefällt die Geschichte mit dem Sohn besser, weil mehr Schriftsteller davon berichten und auch die mündliche Überlieferung daran festgehalten hat. Hier sieht man so ein bisschen die Arbeitsweise des Livius, der richtet sich einfach danach, was er bei mehr Autoren findet. Von Quellenkritik hier keine Spur, dass unter Umständen diese Geschichte mit dem von seinem Sohn geretteten Scipio eine Legende ist, das mag jedenfalls Livius hier nicht glauben. Schauen wir, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickelt. Nach diesem Gefecht am Ticinus wird der Konsul Tiberius Sempronius Longus, der bereits in Lilybaeon, also ganz im Westen Siziliens, ein Heer gesammelt hat, um nach Nordafrika überzusetzen. Dieser Konsul muss jetzt dieses Heer in Eilmärschen nach Norden führen, um die Verteidigungslinie gegen Hannibal dort zu verstärken. Er erreicht dann im Winter oder im Spätherbst die Po-Ebene. Und am 18. Dezember 218 kommt es zur Schlacht an der Trebia, einem Nebenfluss des Po, linker Nebenfluss des Po, der ist also schon überschritten von Hannibal. Und erneut bringt auch dieser Tag eine römische Niederlage. Livius berichtet jetzt relativ ausführlich, was im Nachhinein passiert, was nach dieser Schlacht geschieht. Das ist die zweite Niederlage der Römer jetzt in diesem Herbst. Schon standen beide Konsuln und die gesamte römische Streitmacht Hannibal gegenüber. Diese Tatsache ließ deutlich erkennen, dass die Verteidigung des Römischen Reiches von diesen Truppen allein abhing oder dass man nichts anderes mehr zu hoffen hatte. Dennoch wollte der eine Konsul, der durch das eine Reitergefecht und seine Verwundung geschwächt war, den Kampf lieber hinauszögern. Der andere wollte keinen Aufschub dulden, denn er war mit seinem ungebrochenen Mut umso tatkräftiger. Das ist die Ausgangslage vor der Schlacht. Und eben, wie gesagt, die Schlacht endet abermals mit einer Niederlage. Bei Livius liest sich das so: Der Schrecken, der sich von dieser Niederlage bis nach Rom verbreitete, war so gewaltig, dass alle glaubten, der Feind werde sofort zum Angriff auf die Stadt, gemeint ist Rom, ansetzen und es gebe keine Hoffnung und keine Möglichkeit, seine Streitmacht von den Toren und Mauern abzuwehren. Ein Konsul sei am Ticinus besiegt, der zweite von Sizilien zurückgerufen. Beide Konsuln und zwei konsularische Heere seien besiegt. Welche anderen Führer und Legionen gäbe es denn noch, die man herbeirufen könne? Also Sie sehen daran, es macht sich Panik in Rom breit. In solchem Schrecken erlebte der Konsul Sempronius die Römer bei seiner Ankunft. Er schlägt sich hier nach Rom durch nach der Niederlage. Er war trotz größter Gefahr hierher gelangt, mitten durch die Reiter der Feinde, die sich überall in den Feldern verstreut hielten, um Beute zu machen. Dies tat er eher waghalsig als wohlüberlegt. Er hoffte, von den Feinden nicht bemerkt zu werden oder sich durchschlagen zu können, wenn man ihn entdecke. Dann führte er die Konsulwahl durch, die jetzt als dringendste Notwendigkeit anstand. Darauf kehrte er in das Winterquartier zurück.
zu Konsuln gewählt wurden, Gnaeus Servilius und Gaius Flaminius. Also hier der Konsul Sempronius eilt vom Schlachtfeld nach Rom, um dort die Konsulwahlen durchzuführen. So lesen wir das Ganze bei Livius. Bei Polybius stellt sich das Ganze etwas anders dar. Also Tiberius, der Konsul Sempronius, sah wohl, dass er eine Niederlage erlitten hatte, wollte aber denen in Rom nach Möglichkeit verbergen, was geschehen war, und schickte daher Boten, die melden sollten, es sei eine Schlacht geschlagen worden, bei der ihm das Unwetter den Sieg entrissen habe. Die Römer glaubten anfangs dieser Nachricht, als sie aber bald darauf erfuhren, die Karthager hätten das römische Lager inne und die Kelten seien sämtlich auf deren Seite übergetreten. Ihre eigenen Leute dagegen hätten sich unter Preisgabe des Lagers aus der Schlacht alle in die Städte zurückgezogen und dort gesammelt und versorgten sich vom Meere her, den Po herauf, mit allem Notwendigen. Da erkannten sie nur allzu deutlich, welches der Ausgang der Schlacht gewesen war. Also hier in dieser Version bei Polybios, da ist es Tiberius Sempronius Longus, der Konsul, der in der bewussten Absicht zu täuschen nach Rom eilt und den Römern dort eine Geschichte auftischt, dass er eigentlich diese Schlacht so gut wie gewonnen hatte und dann nur ihm ein Unwetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und die Römer begreifen dann erst so langsam, was geschehen ist. Hier bei Polybios ist dieser Sempronius Longus eine dubiose Figur. Der strahlende Held ist Publius Cornelius Scipio. Schauen wir, also bei Polybios lesen wir am Ticinus, die Rettung Scipios passiert durch den Sohn. An der Trebia trägt Sempronius die alleinige Verantwortung für die Niederlage. Scipio ist hier verwundet, der ist überhaupt nicht aktionsfähig und nach der Schlacht reitet Sempronius nach Rom, um die Niederlage zu vertuschen. Bei Livius liest sich das etwas anders. Die Rettung Scipios durch den Sohn ist bei ihm zumindest unsicher. Es gibt mehrere Versionen dazu. An der Trebia ist es Scipio, der zur Vorsicht rät und Sempronius drängt zur Schlacht, aber beide Kommandierende tragen gleichermaßen die Verantwortung. Und nach der Schlacht reitet Sempronius nach Rom, nicht um die Römer zu täuschen, sondern um die Konsulwahlen durchzuführen. Hier also eine durchaus andere ein anderer Überlieferungsstrang, der hier eingegangen ist. Man muss sich hier fragen, ob nicht unter Umständen Polybios die unzuverlässigere Quelle ist. Dieser Bericht scheint doch sehr stark durch, naja, nehmen wir es mal, Sympathien gegenüber der Scipio-Familie geprägt und gefärbt zu sein. Und natürlich, wir wissen, Polybios hat im Haus Scipio gastliche Aufnahme gefunden. Also wenn er hier Scipio deutlich besser abschneiden lässt als Livius, dann ist das vermutlich keinem Zufall geschuldet. Wir können hier so ein bisschen eine pro-scipionische Tendenz bei Polybios ausmachen. Wie ist die Lage im Winter 218, 217 vor Christus? Da kann man jetzt folgende Bilanz ziehen. Hannibal hat das Kavalleriegefecht am Ticinus und die Schlacht an der Trebia gewonnen. Ein kleiner Sieg und ein relativ bedeutender Sieg. Zwei konsularische Heere der Römer sind besiegt an der Trebia. Die Kelten der Poebene haben sich überwiegend auf Hannibals Seite geschlagen. Das ist ganz eindeutig. Und die Frage ist jetzt, welche Strategie verfolgt Hannibal? Was will er und mit welchen Mitteln versucht er das zu erreichen? Ein Blick in Hannibals strategisches Denken gibt uns dieses Kapitel hier bei Polybios 3,77. Da erfahren wir nämlich, wie Hannibal mit den Gefangenen umgeht. Und das ist aus mehreren Gründen sehr instruktiv. Hannibal, der im Keltenland überwinterte, hielt von den in der Schlacht gemachten Gefangenen die Römer bei notdürftiger Versorgung in Gewahrsam. Ihre Bundesgenossen dagegen behandelte er von Anfang an mit aller Freundlichkeit. Dann rief er sie zusammen und hielt eine Ansprache an sie. Nicht mit ihnen, so sage er, sei er gekommen, Krieg zu führen, sondern mit den Römern, um ihretwillen. Deshalb müssten sie, wenn sie klar dächten, seine Freundschaft ergreifen.
Der Bericht geht noch weiter, denn er sei da, erstens für die Italiker die Freiheit zurückzugewinnen, ebenso aber, um ihnen zu helfen, die Städte und das Land, das jeder Stamm an die Römer verloren habe, wiederzuerwerben. Nach diesen Worten entließ er sie alle ohne Lösegeld in die Heimat, in der Absicht, auf diese Weise die Bewohner Italiens an sich zu locken, zugleich aber den Römern zu entfremden und diejenigen, die an Städten oder Häfen durch die römische Herrschaft geschädigt waren, zum Aufstand zu reizen. Also was will Hannibal? Er verfolgt als erstes die Strategie, die kriegsgefangenen Bundesgenossen besser als die Römer zu behandeln. Warum tut er das? Er erklärt ihnen gegenüber, er führe nicht gegen die Bundesgenossen Krieg, sondern gegen Rom. Also er dient sich hier als Alliierter der römischen Bundesgenossen an, der sich von Rom befreien möchte. Es ist da also ganz stark die Rhetorik der Freiheit. Er erklärt nämlich weiterhin, er führe Krieg, um sie von römischer Herrschaft zu befreien. Und schließlich, er entlässt die italischen Kriegsgefangenen ohne Lösegeldforderung. Erinnern wir uns einen Moment, wie sah das römische Herrschaftssystem in Italien aus? Wir haben das römische Gebiet, das hier auf der Karte dunkelrot oder so dunkelrot-braun gefärbt ist und dann so orangefarben ist das Gebiet der Bundesgenossen. Und ganz offensichtlich ist jetzt, dass Hannibal in dieser Situation, in der Frühphase des Krieges, er ist im Keltenland, in Norditalien, in der Poebene und er möchte einen Keil zwischen Rom und die Bundesgenossen treiben. Er möchte diese italische Wehrgemeinschaft zersprengen, er möchte Rom isolieren. Und er möchte die Bundesgenossen Roms als Bundesgenossen seiner Politik der Eroberung Italiens gewinnen. Nun, im Grunde genommen ist genau das die große Frage, an der Erfolg oder Misserfolg dieses Hannibal-Krieges für Hannibal hängt. Wenn es ihm gelingt, die Wehrgemeinschaft zu zersprengen, dann hat er eine echte Chance, die Römer zu besiegen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann werden die Römer immer von den materiellen, aber vor allem von den personellen Ressourcen her ihm überlegen sein. Sie können immer, wann immer sie eine Niederlage erleiden, sie können immer dieses Heer wieder ersetzen, weil sie auf geradezu unerschöpfliche demografische Ressourcen in Italien zurückgreifen können. Und solche Ressourcen stehen Hannibal nicht zur Verfügung. Er kann zwar immer wieder Rekrutierungen in Spanien vornehmen, aber er kann auf keinen Fall unbegrenzt Söldnertruppen dort nach Italien heranführen. Also insofern hier zeigt sich, dies ist der strategische Ansatz Hannibals. Es geht darum, das Bundesgenossensystem aufzusprengen, die Römer zu isolieren und an der Seite der Bundesgenossen, denen er Freiheit verspricht, an der Seite der Bundesgenossen am Ende über Rom die Oberhand zu behalten. Wir sehen daran, also dieser Krieg hat eine ganz massiv politische Komponente. Der wird eigentlich weniger auf dem Schlachtfeld entschieden, weil, wie sich dann auch zeigen wird, Hannibal kann so viele Schlachten gewinnen, wie er will. Wenn er das politische Ziel, den Wehrverband Italiens aufzulösen, aufzusprengen, wenn er dieses Ziel verfehlt, dann ist sein Feldzug eigentlich gescheitert. Im Grunde genommen ist es dasselbe Problem, vor dem etwa 50 Jahre vorher Pyrrhos stand. Auch Pyrrhos ist in Italien gelandet, hat dort Krieg geführt, hat Schlachten gewonnen. Er konnte aber nicht den Krieg gewinnen, weil eben dieses Bundesgenossensystem loyal zu Rom stand. Und wenn sozusagen das jetzt 218 Folgen eine Neuauflage erlebt, wenn die Bundesgenossen weiterhin Rom gegenüber bündnistreu bleiben, dann hat Hannibal im Grunde genommen keine Chance, so viele Schlachten er auch gewinnen mag. Wie geht Hannibal jetzt taktisch vor? Hannibal greift auf unterschiedliche Kriegslisten zurück, die immer wieder von Livius und von Polybios geschildert werden. Hannibal erscheint als ein ausgesprochen ressourcenreicher, eigentlich ausgebuffter Feldherr, der immer wieder zu Kriegslisten greift. Eine davon ist, dass er seine Identität verschleiert. Er bediente sich in diesem Winterlager auch folgender punischer List. Hier sehen wir also, das ist was typisch Punisches, zu solchen Kriegslisten zu greifen. Griechen und Römer machen das selbstverständlich nicht. Die kämpfen in offener Feldschlacht. Die Punier,
die sind schlau, die sind auch betrügerisch, die sind nicht hundertprozentig zuverlässig, also die greifen zu Listen. Da er nämlich die Unzuverlässigkeit der Kelten und bei der kaum erst geschlossenen Verbindung mit ihnen Attentate auf seine Person fürchtete, ließ er sich falsche Haare machen, die ihm das Aussehen ganz verschiedener Lebensalter gaben. Er wechselte sie andauernd, ebenso auch die Kleider, so dass sie stets zu den Perücken passten. Dadurch wurde er nicht nur denen, die ihn flüchtig sahen, sondern sogar seiner ständigen Umgebung unkenntlich. Also hier der typische Punier, der nicht mit offenem Visier kämpft, sondern sich verkleidet und zu allerlei Kriegslisten greift. In diesem Fall aber, um seiner Ermordung im eigenen Lager zu entgehen. Da er aber die Kelten darüber ungehalten sah, geht jetzt die Geschichte fort. Die stehen immer noch im Winterlager, dass sich der Krieg in ihrem eigenen Lande in die Länge zog und voller Spannung und Ungeduld in Feindesland einzufallen, angeblich aus Hass gegen die Römer, hauptsächlich jedoch der Beute wegen, so entschloss er sich baldigst aufzubrechen und das Verlangen seiner Truppe zu erfüllen. Es geht jetzt also darum, die Karthager brennen darauf, vor allem ihre keltischen Bundesgenossen brennen darauf, jetzt endlich in Italien einzufallen. Die wollen natürlich auch Beute machen. So, wie macht er das jetzt? Sobald daher der Wechsel der Jahreszeit eintrat, sobald es Frühjahr wurde, zog er bei denen, die als die landeskundigsten galten, Erkundigungen ein und erfuhr, die übrigen Einfallstraßen in das feindliche Gebiet seien lang und dem Gegner vertraut. Der durch die Sümpfe nach Etrurien führende Weg jedoch sei zwar schwierig, aber kurz, und wenn er ihn einschlüge, werde dies für Flaminius eine völlige Überraschung sein. Da er nun seiner ganzen Natur nach stets zu Unternehmungen solcher Art hinneigte, beschloss er, hier seinen Weg zu nehmen. Also auch das wieder ein typischer Hannibal, der sich schlau macht, der Erkundigungen einzieht, der Informationen zu Bundesgenossen in diesem Krieg macht. Das ist eine Vorgehensweise, die er schon in Gallien praktiziert hatte. Er hatte vorher im Vorfeld Kontakt zu den keltischen Stämmen aufgenommen. Er hatte Erkundigungen über die geografischen und ethnischen Verhältnisse dort eingezogen. Das macht er jetzt in Italien auch. Und er wählt im Zweifel immer das Überraschungsmoment. Also er marschiert nicht auf den bequemen Straßen, sondern er durchquert hier die Sümpfe und dann auch den Apennin und fällt so in Zentralitalien ein. Im Frühjahr 217 überschreitet Hannibal den Apennin und erreicht dann bei der Stadt Faesulae Etrurien. Und am 24. Juni 217 kommt es unweit von dem Punkt, wo er in Etrurien ankommt, zur Schlacht am Trasimenischen See. Die Römer versuchen ihn zu stellen, aber Hannibal hat den Kriegsschauplatz präpariert, das Schlachtfeld für sich sozusagen nützlich gemacht, lauert den Römern dort auf und es ist eine totale Niederlage für den Konsul Gaius Flaminius, der in dieser Schlacht auch den Tod findet. Das ganze Heer, so gut wie das ganze Heer, wird vernichtet. Jetzt kommt diese Nachricht nach Rom. Und in Rom herrscht nackte Panik nach der Nachricht von der Niederlage am Trasimenischen See. In Rom lief die Volksmenge bei der ersten Nachricht von dieser Niederlage voller Entsetzen und Unruhe auf das Forum. Vornehme Frauen hetzten durch die Straßen und fragten alle, die sie trafen, um welche plötzliche Unheilsbotschaft es sich denn handle und was mit dem Heer sei. Wie in einer gut besuchten Volksversammlung strömte die Menge auf den Wahlplatz und zur Kurie und rief die Beamten heraus. Endlich erklärte kurz vor Sonnenuntergang der Prätor Marcus Pomponius: Wir haben eine große Schlacht verloren. Da ist jetzt die Nachricht raus. Wir lesen weiter. Man konnte zwar nichts Genaueres von ihm erfahren, aber es sprach sich doch herum und man brachte es nach Hause. Der Konsul sei mit einem großen Teil seiner Truppen gefallen. Nur noch wenige seien am Leben, entweder auf der Flucht überall in Etrurien verstreut oder von den Feinden gefangen. Bei der großen Zahl der Betroffenen des besiegten Heeres wurden alle in ebenso viele Sorgen gestürzt, deren Verwandte unter dem Konsul Gaius Flaminius gedient hatten. Sie konnten ja nicht ahnen, welches Schicksal ihre Angehörigen getroffen hatte.
Keiner wusste genau, was er hoffen durfte oder fürchten musste. Am folgenden und noch an mehreren Tagen nacheinander stand an den Stadttoren eine fast größere Menge Frauen als Männer, die auf einen Angehörigen oder auf Nachricht von ihnen warteten. Sie drängten sich um die Ankommenden, fragten sie aus und waren besonders von Bekannten nicht eher wegzubringen, als bis sie alles der Reihe nach erfragt hatten. Man stelle sich die Gegensätze ihres Gesichtsausdrucks vor, wenn sie sich dann von den Berichtenden verabschiedeten, je nachdem, ob jemand freudige oder traurige Nachricht erhalten hatte. Auf dem Heimweg wurden sie von Leuten umdrängt, die sie beglückwünschten oder trösteten. Am deutlichsten erkannte man Freude und Schmerz bei den Frauen. Livius drückt jetzt hier noch mehr auf die Tränendrüse. Er berichtet jetzt von einzelnen Frauen. Von einer Mutter, die gerade am Stadttor ihren geretteten Sohn traf, erzählt man, sie sei in seinen Armen gestorben. Einer anderen war fälschlich der Tod ihres Sohnes gemeldet worden und sie saß traurig zu Hause. Als er dann doch zurückkehrte, sei sie, sobald sie ihn erblickte, vor Freude tot umgefallen. Die Prätoren hielten mehrere Tage hindurch den Senat von Sonnenaufgang bis zu ihrem Untergang in der Kurie versammelt. Man beriet, unter wessen Führung oder mit welchen Truppen man sich den siegreichen Punier entgegenstellen könne. Also es ist ein Bild von totaler Auflösung, von Panik in Rom, dass jetzt hallt der Ruf durch Rom, Hannibal ad portas, Hannibal bei den Toren. Das ist auch tatsächlich so, denn eigentlich trennen Hannibal nur noch wenige Tagesmärsche von Rom. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Rom? Zwei römische Antworten. Die Lage im Juni 217 vor Christus nach der Schlacht vom Trasimenischen See sieht also folgendermaßen aus. Die Römer haben drei Schlachten gegen Hannibal verloren. Eines von zwei konsularischen Heeren ist jetzt vollständig vernichtet worden. Das zweite Heer befindet sich außer Reichweite der Hauptstadt und Hannibal befindet sich nur zwei Tagesmärsche von Rom entfernt. Also wie soll die Res Publica mit dieser tödlichen Bedrohung fertig werden? In dieser Situation greift man zu einem ungewöhnlichen Mittel. Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Mittel. Und die Römer bestimmen einen altgedienten Konsular, Quintus Fabius Maximus, zum Diktator. Das heißt, damit wird im Grunde genommen die kollegiale Verfassung der Römischen Republik, die immer vorsieht, dass jedes Amt zweistellig ist, die wird für einen Notstandsmoment außer Kraft gesetzt. Fabius bekommt buchstäblich diktatorische Vollmachten. Polybios schildert das jetzt für seine griechischen Landsleute, die mit dem politischen System Roms wenig vertraut sind. Und er schreibt, die Römer aber ernannten zum Diktator Quintus Fabius, einen Mann ausgezeichnet durch Einsicht und aus vornehmstem Geschlecht. Noch zu unserer Zeit führten die Mitglieder dieses Hauses den Beinamen Maximus, das heißt der Größte, wegen der Taten und Erfolge dieses Mannes. Zu unserer Zeit, also Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus, über 70 Jahre später. Der Diktator unterschied sich in folgender Weise von den Konsuln. Jeden Konsul begleiteten 12 Beile, jenen 24. Die Beile, das sind die Fasces, die Rutenbündel mit Beilen der Liktoren, und die Liktoren sind Amtsträger, die den Spitzenmagistraten voranschreiten. Und einen Konsul begleiten 12 Liktoren, einen Diktator 24 als Symbol dafür, dass er sozusagen die Summe der beiden Konsuln ist. Die Konsuln bedürfen in vielen Dingen bei der Durchführung ihrer Absichten noch der Mitwirkung des Senats. Jener ist ein Feldherr mit unumschränkter Machtvollkommenheit. Nach seiner Einsetzung ruht sofort alle andere obrigkeitliche Gewalt in Rom, mit Ausnahme derjenige der Volkstribunen. Also alle Magistrate stellen sozusagen ihre Tätigkeit ein. Gleichzeitig mit dem Diktator setzen sie als Magister Equitum Marcus Minucius ein. Dieser ist dem Diktator unterstellt, unternimmt aber, wenn jener anderweitig in Anspruch genommen ist, seine Vertretung. So viel also jetzt zur Einsetzung des Diktators. Bei Livius erfahren wir jetzt, was Fabius Maximus tut, kaum ist er Diktator. Quintus Fabius Maximus, als zum zweiten Mal ernannter Diktator, berief am Tage seines Amtsantritts den Senat und begann seine Rede mit den Göttern.
Er erklärte den Senatoren, der Konsul Gaius Flaminius, also der war am Trasimenischen See gefallene Konsul, habe durch Nichtachtung der heiligen Bräuche und Götterwinke mehr gesündigt als durch Unüberlegtheit und Ungeschicklichkeit. Man müsse die Götter selbst nach den Möglichkeiten fragen, wie ihr Zorn zu beruhigen sei. Er brachte die Senatoren zu einem Beschluss, der gewöhnlich nur bei bösen Vorzeichen gefasst wird. Die Dekemviren sollten in den sibyllinischen Büchern nachschlagen. Die Dekemviren, das ist eine Priesterschaft, wie der Name sagt, 10 Männer, die für die Abhaltung von bestimmten Opferhandlungen eigentlich zuständig sind und die sibyllinischen Bücher befragen, eine Art Orakelsammlung. Sie sahen nun die Schicksalsbücher ein und berichteten dem Senat, was man dem Mars für diesen Krieg versprochen habe, sei nicht ordentlich geschehen. Es müsse erneut und reichhaltiger vollzogen werden. Jupiter seien große Spiele der Venus Erycina und der Mens Tempel zu versprechen. Außerdem solle man einen Bettag ausrufen, ein Göttermahl veranstalten und eine heilige Frühlingsspende geloben, wenn der Krieg glücklich ausgehe und der Staat so bleibe wie vor dem Krieg. Fabius werde durch die Sorge um den Krieg ganz in Anspruch genommen sein. Deshalb beauftragte der Senat den Prätor Marcus Aemilius, dies alles nach dem eingeholten Gutachten des Priesterkollegiums recht bald erledigen zu lassen. Also hier die Diagnose, was ist schiefgelaufen? Man hat in der Kommunikation mit den Göttern versagt, man hat nicht geopfert, man hat den Göttern Dinge versprochen und sie nicht eingehalten. Und deswegen sind die Dinge schiefgelaufen. Und hier fordert Quintus Fabius Maximus als Diktator jetzt sofort, das muss besser werden. Also wir müssen das Verhältnis zu den Göttern, das muss wieder eingerenkt werden. Das ist sozusagen aus den Fugen geraten. Hier müssen wir etwas tun. Das ist nun der erste Punkt. Der andere Punkt betrifft natürlich die Kriegführung. Und auch hier greift Quintus Fabius Maximus zu radikalen Maßnahmen. Er erließ die Bekanntmachung, wer in unbefestigten Städten und Marktflecken wohne, solle in sichere Orte ziehen. Alle sollten die Dörfer der Gegend verlassen, wo Hannibal durchmarschieren werde. Vorher aber sollten sie ihre Häuser anzünden und die Feldfrüchte vernichten, damit nicht der geringste Vorrat bleibe. Darauf zog er auf der Via Flaminia dem Konsul und dem Heer entgegen. Also er zieht dem Konsul entgegen, um das Heer entgegenzunehmen und um die Amtsbefugnis vom Konsul hier zu erben, sozusagen als Diktator, der er jetzt ist. Und die Taktik, die er hier vorschlägt oder die er gedenkt zu implementieren, das ist eine Taktik der verbrannten Erde. Man verbrennt die Häuser, man verbrennt die Feldfrüchte. Nichts soll in die Hand des Gegners fallen. Man will verhindern, dass der Gegner aus dem Land heraus lebt, was Hannibal bis dahin sehr erfolgreich gemacht hat. Und praktisch die Karthager sollen von jeglicher Nahrung abgeschnitten werden. Das ist das Ziel hier des Fabius Maximus. Was tut Fabius weiter? Im Grunde genommen, was er tut, ist gerade, dass er nichts tut. Denn gleich an dem Tage, berichtet Livius jetzt weiter, an dem er nicht weit von Arpi vor den Augen der Feinde ein Lager aufschlug, zögerte der Punier keinen Augenblick, sein Heer in Schlachtordnung aufmarschieren zu lassen und dem Diktator ein Treffen, also eine Schlacht, anzubieten. Er merkte aber, dass beim Feind alles ruhig blieb und auch das Lager keinerlei Aufregung verriet. Da prahlte er bei der Rückkehr in sein Quartier: Endlich sei den Römern ihr bekannter Kriegsmut vergangen, der Krieg sei beendet, man habe in aller Öffentlichkeit den Ruhm der Tapferkeit an andere verschenkt. Eine stille Sorge beschlich ihn jedoch, dass er es mit einem Feldherrn zu tun haben werde, der keineswegs einem Flaminius und einem Sempronius ähnlich sei. Jetzt schließlich seien die Römer durch Unglücksschläge belehrt und hätten sich wohl nach einem Feldherrn umgesehen, der Hannibal gewachsen sei. Er fürchtete im Augenblick die Klugheit des neuen Diktators, nicht seine Stärke. Und Livius schreibt hier noch weiter, was geschieht, als Hannibal Fabius provoziert, weil er seine
Beharrlichkeit noch nicht kannte, fing er an, ihn zu beunruhigen und auf die Probe zu stellen, indem er häufig sein Lager verlegte und das Gebiet der Bundesgenossen vor seinen Augen verwüstete. Einmal entzog sich der Punier durch einen schnellen Marsch den Blicken des Diktators, dann wieder blieb er plötzlich an einer Wegkrümmung im Verborgenen stehen, um ihn vielleicht abfangen zu können, falls der Römer talwärts herabkäme. Fabius führte sein Heer über Anhöhen in mäßigem Abstand vom Feind, um ihn einerseits nicht aus den Augen zu verlieren, andererseits aber auch nicht mit ihm zusammenzustoßen. Die Soldaten mussten im Lager bleiben, soweit nicht zwingende Bedürfnisse drängten. Futter und Holz holten sie nie in kleinen oder verstreuten Gruppen. Ein Posten Reiter und Leichtbewaffnete standen für plötzliche Überfälle bereit. Diese Truppe sicherte die eigenen Soldaten in jeder Hinsicht und machte die ganze Gegend für die Feinde gefährlich, wenn sie zum Plündern ausschwärmten. Nie wurde alles auf eine Karte gesetzt. Also hier äußerste Vorsicht. Die Provokationen Hannibals, die werden schlicht und einfach ignoriert. Fabius Maximus macht einfach überhaupt nichts. Nachdem drei Schlachten für die Römer bereits in die Hose gegangen sind, ist ihm klar, in offener Feldschlacht wird er Hannibal nie besiegen. Deswegen vermeidet er die Schlacht und er lässt Hannibal einfach ins Tote laufen. Und das ist die Taktik des Fabius Maximus. Keine Schlacht führen und ansonsten verbrannte Erde dafür sorgen, dass Hannibal sich nicht aus dem Land in Italien ernähren kann. Und deswegen bekommt er bald den Beinamen der Zauderer angehängt oder der Zögerer, Cunctator. Das ist also sein dritter Beiname, Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator. So wird er genannt. Und er ist halt derjenige, der durch Zaudern, durch Zögern einen Krieg gewinnen möchte. Sie können sich aber vorstellen, es gibt jetzt viele auf der römischen Seite, die Leidtragende dieser Taktik sind. Es gibt viele, die Haus und Hof darüber verlieren, die womöglich ihr eigenes Wohnhaus anzünden müssen und ihre eigene Ernte vernichten müssen. Das sind Leute, die sind alles andere als glücklich, dass Fabius hier zu dieser Taktik greift. Die Taktik der verbrannten Erde ist nicht nur für Hannibal teuer, sie ist auch für die Römer immens teuer. Und wenn sie sie überhaupt durchhalten können, dann nur deswegen, weil sie die ganze Zeit über von Sizilien aus versorgt werden. König Hieron von Syrakus, der noch immer am Leben ist, der versorgt Rom regelmäßig mit Getreide und ohne diese regelmäßige Getreideversorgung aus Sizilien wäre dieser sehr, sehr teure Krieg der verbrannten Erde für die Römer gar nicht durchzuhalten. Fabius erwächst jetzt auch ein Problem daraus, dass ausgerechnet sein eigener Magister Equitum, also der Reiteroberst, sein Stellvertreter in der Diktatur, dass der jetzt wieder den Stachel lückt und ebenfalls endlich einen Kampf fordert, sagt, also es kann doch nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit untätig rumsitzen, es wird hier alles um uns herum zerstört. Und wir greifen die Karthager nicht an. Wir müssen jetzt allmählich endlich hier in Aktion treten. Livius beschreibt es so. Als man aber an den Rand des Massikergebirges gelangte und den Feind vor sich sah, wie er die Häuser des Falernergebietes und die der Bauern von Sinuessa niederbrannte, wir sind hier im Gebiet von Neapel in Kampanien, und von einer Schlacht immer noch nicht die Rede war, meinte Minucius: Sind wir denn hierher gekommen, um als Augenweide die Ermordung unserer Bundesgenossen und die Einäscherung ihres Besitzes mit anzusehen? Schämen wir uns denn nicht wenigstens vor diesen unseren Mitbürgern, die unsere Väter als Kolonialbauern nach Sinuessa geschickt haben, damit diese Küste vor dem samnitischen Feind sicher sei? Jetzt lässt sie aber nicht der benachbarte Samnite in Flammen aufgehen, sondern der Punier aus Übersee, der durch unser Zögern und unsere Sorglosigkeit von den Grenzen der Erde bereits bis hierher vordringen konnte. Soweit also haben wir uns schon unseren Vätern entfremdet, dass wir gleichmütig zuschauen, wie diese Küste jetzt voller Feinde und in der Gewalt von Numidern und Mauren liegt. Also hier sind sowohl römische Mitbürger, die Bauern der Kolonie Sinuessa, eine römische Bürgerkolonie, und es sind die Bundesgenossen, und beide sind Leidtragende dieser Politik der verbrannten Erde. Und insofern den Unmut sowohl in der Bevölkerung wie auch im Heer über die Taktik
des Quintus Fabius Maximus, die nutzt Minucius hier aus. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Also im Winter 217, 216 schlägt Hannibal sein Winterquartier in Kampanien auf. Von den Falernern war eben die Rede und plündert dort die Umgebung. Quintus Fabius Maximus tut nichts. Am 31. Dezember 217 läuft die Diktatur des Fabius ab. Lucius Aemilius Paulus und Gaius Terentius Varro treten ihren Konsulat an. Damit ist die Diktatur jetzt erstmal wieder Geschichte. Auch die Diktatur ist selbstverständlich zeitlich begrenzt, wie alles in Rom. Jetzt führen wieder zwei Konsuln das Regiment. Und im Frühjahr 216 durchzieht Hannibal plündernd Apulien. Damit ist also wieder im Grunde die Situation da. Landstriche werden verwüstet. Und was tut Rom jetzt dagegen? Und die Konsuln werden zum Handeln gedrängt. Und anders als Fabius Maximus handeln sie tatsächlich. Sie stellen sich am 2. August 216 zur Schlacht in der Apulischen Ebene bei Cannae. Das ist ein Ort, der ist wie geschaffen für große Reiterschlachten. Und entsprechend hat Hannibal auch schon den Schlachtplan ersonnen und die Römer tappen also volle Kanne in die Falle, möchte man hier sagen. Ja, damit sind wir jetzt bei Cannae. Livius schildert, wie es zum Kampf kommt und wie die beiden Konsuln sich uneinig sind. Also Aemilius Paulus und Terentius Varro stehen für unterschiedliche Vorgehensweisen. Paulus eher vorsichtig und Terentius Varro eher überschwänglich. Hannibal hoffte, die Konsuln würden ihm auf einem Gelände, das für einen Reiterkampf wie geschaffen war, mit diesem Teil seiner Streitkräfte war er bisher unbesiegt geblieben, eine Gelegenheit zum Kampfe bieten. So stellte er sein Heer zur Schlacht auf und reizte die Feinde durch ein Geplänkel der Numider. Da geriet das Römerlager durch die Meuterei der Soldaten und die Uneinigkeit der Konsuln wieder in Unruhe. Paulus warf Varro die Unüberlegtheit eines Sempronius und Flaminius vor. Varro hielt Paulus den Fabius als typisches Beispiel für feige und untätige Führer entgegen. Da sind also wieder die beiden Standpunkte. Er rief Götter und Menschen zu Zeugen an, bei ihm liege keine Schuld, dass Hannibal Italien bereits wie durch Verjährung besetzt halte. Er werde ja von seinem Amtsgenossen wie in Fesseln gehalten. Schwert und Waffen würden den erbosten und kampfgierigen Soldaten weggenommen. Jener erklärte, wenn den Legionen, die man zu einer unüberlegten und unvorhergesehenen Schlacht loslasse, etwas zustoße, dann treffe ihn keine Schuld. Er werde aber jedweden Ausgang mitzutragen haben, also Paulus, obwohl er gegen die Schlacht ist. Er solle darauf sehen, dass die, die jetzt eine so schlagfertige und verwegene Sprache führten, im Kampf entsprechend starke Arme zeigten. So, was passiert jetzt bei der Schlacht von Cannae? Wir sehen hier die beiden Verbände, auf der einen Seite die Römer, links hier rot markiert, mit der Reiterei der Bundesgenossen auf dem linken Flügel. Die sind also in drei großen Schlachtreihen hier aufgestellt, viel lockerer gefügt die Verbände Hannibals an den Flügeln jeweils die Kavallerie, die Numider und die Spanier und Kelten, dann an den Flügeln der Fußtruppen die Afrikaner und im Zentrum die spanische und gallische Kavallerie wiederum. Und diese hochmobilen Verbände, die ziehen sich jetzt auf das Anrücken der Römer hin, nachdem sie zuerst vorgeprescht sind. Ziehen sie sich zurück, ganz langsam, unmerklich. Und in der Zwischenzeit rückt die Kavallerie der Spanier und Gallier am linken Flügel vor, zerstört links vom römischen Fußvolk die römische Reiterei und greift dann die Bundesgenossenreiterei von hinten an, nachdem sie die Schlachtreihen der Römer einmal in deren Rücken umrundet hat. Und damit ist also eigentlich die
Das römische Heer, das römische Fußvolk ist ohne Kavallerie jetzt weitestgehend schutzlos. Und das ermöglicht es Hannibal, dadurch, dass sich jetzt sein Zentrum immer weiter zurückzieht, die römische Infanterie nachstößt. Das ermöglicht ihm jetzt einen großen Umfassungsschlag. Die afrikanische Infanterie, also der Kern seiner Truppe, die greifen jetzt von den Seiten an. Die Römer sitzen in der Falle. Nachdem die römische und Bundesgenossenkavallerie besiegt ist und die Reste die Flucht ergreifen, da macht dann die Reiterei aus Numidern und Spaniern und Galliern, die machen den Sack zu. Damit sitzen die Römer in der Mitte in der Falle und das römische Heer wird praktisch vollständig vernichtet. Es ist also eine Katastrophe, die sich da ereignet und Livius stellt das denkbar dramatisch in einen Kontext. Also der einzige Vergleich, der ihm einfällt, ist die Schlacht an der Allia 387 vor Christus, in der die Römer den Kelten unterlegen sind und anschließend Rom erobert wurde. Dies ist die Schlacht von Cannae, ebenso berühmt wie die Niederlage an der Allia. Sonst in den Folgeereignissen der Schlacht zwar nicht so schlimm, weil der Feind seine Möglichkeiten nicht wahrnahm, am Verlust des Heeres gemessen allerdings schwerer und schrecklicher. Denn die Flucht an der Allia bedeutete zwar die Preisgabe Roms, rettete aber das Heer. Bei Cannae folgten dem fliehenden Konsul kaum 50 Mann. Das Schicksal des anderen, des gefallenen Konsuls, teilte fast das gesamte Heer. Also Paulus, der Konsul Paulus, der vor der Schlacht gewarnt hatte, der ist tatsächlich gefallen mit der Kavallerie, während der andere Konsul Varro mit kümmerlichen Resten dieses Heeres entkommt. Damit sind wir für heute am Ende mit der Vorlesung. Noch etwas Literatur zum Abschluss. Band über Süditalien im Zweiten Punischen Krieg und damit auch das Setting der Schlacht von Cannae und die Bemühungen Hannibals, sich dort aus dem Land zu versorgen, von Michael Fronda, Between Rome and Carthage, Southern Italy during the Second Punic War. Ein interessanter Band über Livius, die Abschnitte von Livius, ist vor allem das 21., 22. und 23. Buch von D.S. Levine, Livy on the Hannibalic War, Oxford 2010. Und dann der tragische Held, der bei der Schlacht am Trasimenischen See gefallene Konsul Gaius Flaminius, ein Porträt von Burkhard Meissner, Gaius Flaminius oder wie ein Außenseiter zum Sündenbock wurde. Er stellt ihn hier als einen krassen Außenseiter in der römischen Aristokratie dar. Ich bin da nicht so ganz seiner Meinung. Dieser Flaminius, der ist vor 217 sehr, sehr erfolgreich gewesen. Er ist mehrfach zum Konsul gewählt worden und das wäre mit Sicherheit nicht passiert, wenn er so ein krasser Außenseiter in der Aristokratie gewesen wäre. Eine hochinteressante Studie zum gesamten Hannibal-Krieg von Tassilo Schmidt, Hannibal Siegeszug, historiografische und historische Studien, vor allem zu Polybios und Livius, ist ein Band, dem ich sehr viel verdanke für diese Vorlesung. Ist vor allem eine quellenkritische Analyse, eben vor allem von Polybios. Und Schmidt stellt sehr, sehr viele Dinge, die man erstmal geneigt ist, Polybios und Livius zu glauben, dann in einen Kontext und analysiert, woher sie jeweils dieses Material haben und was davon tatsächlich glaubwürdig ist und was nicht. Also eine sehr, sehr tiefe quellenkritische Studie. Ein Überblick zu Hannibal, eine Biografie von Jakob Seibert, Hannibal, Darmstadt 93 und vom selben Autor Hannibal, Feldherr und Staatsmann. Noch etwas populärwissenschaftlicher, Mainz 1997. Und dann ein ganz interessanter Beitrag von Rosemary Sheldon, Hannibal Spies, über das Informationsbeschaffungsnetzwerk Hannibals, passend erschienen im International Journal of Intelligence and Counterintelligence. Also eine durchaus interessante Untersuchung über den Agentenkrieg, praktisch hier im Schatten des Zweiten Punischen Krieges.
Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende. Ich darf mich verabschieden und tschüss und auf Wiedersehen sagen. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin.